Gerade habe ich die Serie Obi-Wan auf Disney Plus zu Ende geguckt. Als Fan der Urtrilogie kann man sich sicherlich vorstellen, dass ich nicht außerordentlich begeistert war von der Serie. Aber um die soll es hier auch gar nicht gehen, sondern um den Xbox-exklusiven Titel Star Wars Obi-Wan. Was für ein schönes zufälliges Zusammentreffen, dass die neue Serie und das Spiel knapp 20 Jahre auseinander liegen. Wie nicht anders zu erwarten, spielen wir im Spiel den namensgebenden Obi-Wan Kenobi. Zeitlich befinden wir uns kurz vor den Ereignissen von Episode 1. Zumindest in den ersten Kapiteln. Im weiteren Spielverlauf spielen wir dann die Handlung aus Episode 1 bis zu seinem bekannten Showdown nach. Wir beginnen also als Obi, der als Schüler von Qui-Gon Jinn sich seine Sporen verdienen soll. Dafür wird er von Meister Windu in die unteren Bereiche von Coruscant geschickt und soll sich dort nach einer Untergrundverbrecherorganisation mit dem Namen Black Heth umhören. Das klingt natürlich nach genau der richtigen Aufgabe für einen angehenden Jedi-Meister. Unauffällig bleiben, sich ein wenig umhören und mit Hilfe der Macht sich irgendwo einschleichen und nach Beweisen und Hinweisen suchen. Oder aber, wir ziehen einfach unser Lichtschwert und meucheln alle Gegner um, die uns in den Weg kommen. Haha! Stirb! Stirb! Und du auch! Ha! Lass dich von deinen Gefühlen leiten, Obi-Wan! Werde zornig! Spüre die Macht! Zeige keine Gnade! Keine Schwäche! Spüre die dunkle Seite der Macht! Hahaha! Naja. Also, zu viel Subtilität sollte man in Sachen Spielmechanik vielleicht nicht erwarten. Mehr als durch die Levels laufen und Gegner ummetzeln wird in der Regel nicht von uns verlangt. Ab und zu müssen wir vielleicht mal eine Machtfähigkeit einsetzen. So müssen wir im ersten Level zum Beispiel ein Hindernis von den Schienen mit unserem Machtstoß bewegen. In Sachen Lichtschwert wollte man aber leider zu viel. Wer mal The Force Unleashed gespielt hat, der weiß, wie geil sich der Lichtschwertkampf in Kombination mit dem Einsatz von Machtfähigkeiten anfühlen kann. Obi-Wan ist gar nicht so. Hier steuern wir das Lichtschwert mit dem rechten Analogstick. Nach rechts ist ein Schwung nach rechts, nach links ein Schwung nach links, nach oben ist ein Schlag von oben und drücken wir den Stick nach unten, geht Obi in eine Verteidigungsstellung und kann so Laserschüsse abwehren. Was ich nicht besonders effektiv fand, da er nicht alle abwehren kann und dennoch immer mal wieder Treffer einstecken muss. Daher fand ich es viel effektiver, in Bewegung zu bleiben und die Gegner mit Fernkampfwaffen lieber schnell auszuschalten. Leider fühlt sich diese Art der Steuerung sehr ungenau an. Zumal es auch kein Lock-On-Feature gibt. Dazu kommt das Gegnerverhalten. Alle stürmen einfach auf Obi zu, sobald sie ihn entdeckt haben. Daher laufen wir eigentlich die ganze Zeit nur durch den Level mit dem linken Analogstick und schwingen dabei wildfuchtelnd mit dem rechten Analogstick unser Lichtschwert. Dabei passen wir auf, möglichst nicht von den Gegnern eingekesselt zu werden, da wir sonst schnell zu viele Treffer einstecken müssen. Ein paar Machtfähigkeiten können wir zwar auch einsetzen, wie zum Beispiel den Force Push oder Gegenstände heranziehen. Das mit den Gegenständen ist aber leider total unpräzise, deswegen habe ich schnell sein gelassen. Der Force Push hingegen ist ganz hilfreich, um Feinde in Abgründe zu stoßen oder um Zeit zu gewinnen, bis man zu ihnen hingelaufen ist. Man kann sogar sein Lichtschwert werfen. Aber auch das ist leider ein wenig unpräzise und lässt einen wehrlos zurück, wenn man nicht getroffen hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Steuerung ist ambitioniert, aber viel zu unpräzise und fühlt sich dadurch nicht befriedigend an. Schon gar nicht fühlt man sich wie ein mächtiger Jedi-Ritter. Dazu kommt natürlich, ihr könnt es an den Bildern sehen, technisch reißt das Spiel nun wahrlich auch keine Bäume aus. Die Levels sind zwar weitläufig, aber auch super detailarm. Dazu sind die Skyboxen unheimlich flach und sehen halt wirklich wortwörtlich wie ein Karton mit Bildaufdruck aus, der über den Level gestülpt wurde. Ruckeln tut das Spiel zudem auch gern mal zwischendurch. Und keine Angst, ich habe das nicht mit Obis Zeitlupenfähigkeit verwechselt. Am allerhässlichsten sind aber die Charaktermodelle. Die sind so hässlich, dass sich der Grafikchip meiner Xbox vermutlich in Grund und Boden schämt, diese darstellen zu müssen. Besonders Qui-Gon Jinns Nase. Ich meine, guckt sie euch an, wie riesig die ist. Oder hier die Haare, die vermutlich mit Hilfe der Macht in der Luft schweben, denn eine physische Verbindung zum Körper gibt es nicht. Am Ende will ich mit meinem Fazit nicht zu streng mit dem Spiel sein. Trotz seiner offensichtlichen Schwächen habe ich mich in den paar Stunden Reinspielzeit gut mit dem Spiel unterhalten. Bot es mir doch wieder mal eine nostalgische Reise in meine Vergangenheit, wo ich unbedingt Episode 1 sehen wollte und mir Karten für die Vorpremiere besorgt hatte und völlig aus dem Häuschen war, den neuen Star Wars Film sehen zu können. Obi-Wan für die Xbox ist aus Sammlersicht durchaus interessant,
Zum einen, weil es wie bereits angesprochen ein Exklusivtitel war und zum anderen, weil es ein paar durchaus interessante Ansätze hatte, auch wenn diese nicht ganz gezündet haben. Zum Schluss noch das spielerische und grafische Highlight, Obis athletische Fähigkeiten.